LAG-Vorsitzender und Bürgermeister hier in Waldenfeld darf ich Sie im Sitzungssaal des Rates begrüßen und willkommen heißen. Ich habe positiv in Erinnerung behalten, dass es eine offene, faire Diskussion gab. Da hielt niemand mit seiner Meinung hinter Berg zurück. Das hat die Sache, auch den Bilanzworkshop aus meiner Sicht, befruchtet. Und im Laufe der Diskussion kamen dann auch die Punkte heraus, was ist gut gelaufen, was hätte man vielleicht anders machen können. Wir hatten damals ein Standbild gemacht und da überlegt man sich quasi auf dem Boden eine Skala von 0 bis 10, wobei dann eben 0 so gut wie keine Zustimmung bedeutet und 10 eben eine sehr große Zustimmung zu der gestellten Frage. Und dementsprechend konnten sich dann eben die Teilnehmer im Raum positionieren. Auf der Seite finden sich bitte diejenigen ein, die sagen, mit den bisher umgesetzten LIDA-Projekten sind wir auf einem sehr guten Weg. In der Mitte ist natürlich alles möglich. Ja, wir haben extra Linien am Boden angebracht. Bitte jeder einen Zettel nehmen. Wir hatten also uns Fragen überlegt, die wir mit einer Bewertungsskala dann bepunkten lassen konnten. Das heißt, jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin konnte also für sich eine Einschätzung zu dieser Frage darstellen an der Moderationswand. Wir haben dann zum Schluss nochmal immer eine Abschlussrunde gemacht und nochmal geschaut, wie diese Methodik auch angekommen ist bei den Teilnehmern, ob das auch gut funktioniert hat und aber auch inhaltlich einfach nochmal so ein kleines Feedback zu geben. Das ist mit den kleinen Projekten. Ich fand die Stimmung sehr offen, sehr positiv, aber auch kritisch. Also es war jetzt keine, sag mal, Friede, Freude, Eierkuchen-Situation, sondern schon so, dass wir bei den einzelnen Fragen sehr in die Diskussion reingegangen sind. Das sind ja immer die gleichen. Und den Pool kann ich nicht immer anzapfen. Also ich verstehe. Ja, aber ich will heute einfach, das ist nicht die Nein-Seiten, das wäre da hinten am Tisch. Richtig. Das war schon mal, das wäre in die Richtung, und es waren ja auch viele positive Sachen, die gesagt haben, aber sie haben ihre Bedenken geäußert. Das finde ich ja, das ist ja für den Abschlussworkshop genau das, was wir haben wollen. Also es gibt ja einige Projekte, die auch aktuell noch realisiert werden, also die jetzt also noch bis Ende des Jahres oder auch bis Mitte nächsten Jahres noch wirklich umgesetzt werden. Und mir sind besonders Projekte eigentlich so im Hinterkopf, die die ganze Region auch angesprochen haben. Das Kümmerernetzwerk, wo es eben um eine bürgerschaftliche Nachbarschaftshilfe geht, also den Austausch von ehrenamtlichen Tätigkeiten, wo eben ganz konkret nochmal die Lebensqualität der Leute in der Region angesprochen wird. Das ist ganz wichtig, weil oft in den kleinen Dörfern vor Ort ja, morgens die Menschen sehr alleine sind. Es sind jüngere Leute, sind in der Arbeit, die Kinder sind in der Schule und Ältere sind oft in ihrem Heimatort und in ihrer Wohnung alleine und wissen in einer Situation, wo sie vielleicht gerade mal Hilfe benötigen, gar nicht, wen sie ansprechen sollen. Das ist das, was mir also sehr positiv im Hinterkopf auch geblieben ist und wo ich mir ziemlich sicher bin, dass das also auch weitergetragen wird in den nächsten Jahren.